Rafik Shami ist einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller. In den 70er Jahren floh er als junger Mann aus seiner Heimatstadt Damaskus, weil ihn dort die Zensur erstickte. In Deutschland nimmt er seither kein Blatt vor den Mund. In seinem neuen Buch Sophia oder Der Anfang aller Geschichten kehrt er erneut zurück in seine Heimat. Ich freue mich sehr, Rafik Shami in Stuttgart zum Gespräch zu treffen. Herzlich willkommen im Buchhaus Witwer und ein ganz herzliches Hallo an Rafik Shami. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. In Interviews werden Sie ja sehr häufig zum Thema Syrien und zur Flüchtlingskrise befragt. Ich würde diese Themen heute gern außen vor lassen und mit Ihnen vor allem über Ihre literarische Arbeit und vor allem Ihr neues Buch sprechen. Ich danke Ihnen sehr. Sophia oder Der Anfang aller Geschichten spielt ja wie viele Ihrer Bücher in Damaskus, aber es ist dieses Mal nicht vorrangig ein Märchen oder eine Liebesgeschichte, sondern eher so eine Art arabischer Thriller. Der Syrer Salman kehrt nach 40 Jahren im Exil in seine Heimat zurück. Sie selbst konnten diese Reise ja nie antreten, wegen der Befürchtung, in Damaskus verhaftet zu werden. Begibt sich Salman auf die Reise, auf die sich Rafik Shami nicht begeben kann? Ja, vielleicht auch. Ich habe ihn geschickt, um das zu probieren, wie das funktioniert. Und meine Befürchtungen sind mehr als erfüllt, sozusagen. Nein, das ist das Thema, was mich in den letzten 10 Jahren, je älter man wird, also umso mehr, beschäftigt hat. Also was ist mit der Rückkehr? Ist sie jetzt endgültig weg? Ist sie endgültig nicht möglich? Und deshalb, aus dieser großen Beschäftigung kann man eine moralische Rede halten oder man kann eine spannende Geschichte schreiben. Ich habe mich für die spannende Geschichte entschieden. War Ihnen denn das Ende von Anfang an klar oder hat sich das entwickelt, je mehr Sie geschrieben haben? Es war mir klar, dass er verfolgt wird. Ich hatte zwei Alternativen, um ehrlich zu sein. Entweder kommt er um oder flüchtet. Aber es war mir überhaupt nicht klar, das lege ich nicht fest. Also ich überhaupt nicht klar, wie das ausgeht. Ich finde es schwach, wenn man von Anfang an das endgültig festgelegt. Der Film muss im Kopf schon da existieren, der Film, die Verfolgung, die Freunde, die dann ihn in den Stich lassen, die Freunde, die ihm helfen, die zwei Liebenden, Karim und Aida. Aber ich lasse das offen, weil ich gerne mich darauf einlasse, was entwickelt sich hier. Ich habe nicht gedacht, dass Karim und Aida auf diesen Trick kommen. Ich habe viel Krimis gelesen, viel Thriller gelesen, parallel. Ich lese immer, wenn ich an einem Thema schreibe, lese ich immer parallele Literatur dazu. Man bekommt vielleicht eine Einsicht, wie lösen sie das, die anderen. Aber ich habe keine Lösung gefunden. Und plötzlich fiel ein Dokumentarband in meiner Hand aus Syrien, wie zwei Liebenden, das ist real, das habe ich nicht erfunden. Das ist 1:1 aus einem Dokument. Wie zwei alte Menschen, einen gefährdeten Politiker war das. Das war ein Politiker, das war nicht ein Immigrant, der zurückgekehrt, ein Exilant, der zurückgekehrt ist, gerettet haben. Indem sie ihm den Haarschnitt gewechselt haben und die Haare gefärbt haben, eine Brille statt Kontaktlinsen. Das habe ich wirklich von dem Dokument aufgenommen. Und da habe ich gesagt, das ist ein Ende dann, das ist gut. Ja, das ist auch ein tolles Ende, also ein tolles Beispiel, was Sie gefunden haben. Ein kluger Trick von diesen zwei Liebenden. Ich wollte nur damit sagen, dass die Liebende mehr als die Vernünftige einen Ausweg finden. Das wollte ich gerne. Salman hat sich die Reise nach Damaskus ja in den schönsten Kindheitsfarben gemalt und er ist dann recht schnell sehr ernüchtert. Hat sich diese Ernüchterung beim Schreiben auch bei Ihnen eingestellt? Zunächst mal zu der ersten Teil der Frage. Das ist eine ganz tolle Sache, was Sie fragen. Je länger ein Exilant im Exil lebt, Exilant ist nicht Flüchtling. Flüchtling kann zurückkehren, sobald es Frieden ist. Aber ein Exilant kann erst zurückkehren, wenn das System gewechselt hat. Von Diktatur zu Demokratie zum Beispiel oder von Kommunismus zu liberalen Staat und so. Das kennen wir ja. Und da trägt ein Exilant immer eine Wunde. Diese Wunde, diese Sehnsucht nach seinem Geburtsort, lässt ihn die Heimat so fast zu einer Idylle werden im Kopf. Und da hilft kein Psychiater und kein Gespräch und kein Freundeskreis, der sagt, ja, jetzt sei doch etwas nüchtern.
Er sagt ja, und sobald die Freunde zurückkehren, denkt er an die Kindheit und wie er gespielt hat und so. Es hilft nur die kalte Dusche. Die kalte Dusche bei der Ankunft erfährt sein Mann schon am Flughafen. Bürokratie, Willkür, Unverschämtheit der Beamten, Bestechlichkeit und so weiter. Das ist diese Ernüchterung der Sehnsucht, die ich auch immer gefürchtet habe. Das ist in dem Fall wirklich eins zu eins meine Befürchtung, dass diese ganze aufgebaute Bilder von Damaskus nicht mehr stimmen. Und das kommt immer wieder hier in dem Buch, dass nicht nur du dich veränderst, hat ein Fischer ihm gesagt, sondern die Heimat verändert sich auch. Dein Bett bewegt sich, dein Bett, und du findest dein Bett nicht mehr, wenn du kommst. Also so ungefähr in der Sprache eines alten Mannes natürlich. Und das erfährt Salman dann. Und trotzdem er ist guten Willen, dass er dort die Zeit, diese 2 Wochen irgendwie überlebt und die Belästigung erträgt, aber er hat nicht damit gerechnet, dass es eine Falle für ihn gestellt ist. Davon habe ich immer Angst gehabt. Weil in einem diktatorischen Land können sie keinen Rechtsanwalt nehmen und sagen, ich habe doch nichts gemacht. Also, sie sind in der Falle und plötzlich agiert der Geheimdienst autonom, also nicht mal auf den Präsidenten hört. Die gewähren ihm Schuss, aber der lässt ihnen freie Hand auch. Also war das Schreiben des Romans vielleicht auch so ein bisschen Therapie von dieser untherapierbaren Sehnsucht, die Sie beschrieben haben? Das haben Sie sehr gut formuliert, ja. Aber ich kann Ihnen garantieren, trotz des Krieges jetzt auch dort und trotz der Zerstörung dort, bleibt die Sehnsucht da. Weil ohne Hoffnung kann man nicht erzählen. Also ich erzähle, weil ich Hoffnung habe. Also es kann sein, dass ich 10 Jahre, 15 Jahre noch warten muss, weil die Zerstörung gewaltig ist. Aber das ist etwas, was ernüchtert beim Schreiben. Und das haben Sie gefragt in der ersten Frage. Beim Schreiben entdecke ich viele, viele Probleme für den Zurückkehrer. Mehr als wenn ich allein nachdenke. Erst wenn ich das formuliere, kommen sie raus. So. Zum Beispiel dieser Besuch der Freunde und Verwandten, die nie fragen, warum warst du im Exil? Das habe ich selber nie gedacht. Und dann habe ich Zurückkehrende gefragt in der Recherche, waren 5, 6 Leute, die nach 20 Jahren zurückgekehrt ist. Und die haben alle gesagt, die fragen dich nie. Die fragen dich nie, warum du weg warst. Weil du ja sagen musst, sagten sie mir, ja, ich war verfolgt. Deshalb bin ich weg gewesen. Und das darf man nicht sagen in einem Land, in dem man sagt, hier herrscht Demokratie. Wer das nicht glaubt, ist selber schuld. Der geht ins Gefängnis dann. Ne? Ja, Sie haben schon ein bisschen angesprochen, also nicht nur der Zurückkehrer verändert sich, auch die Heimat verändert sich. Und Damaskus wird sich bestimmt in den letzten Jahren sehr verändert haben. Wie haben Sie denn recherchiert? Also, ich muss Ihnen sagen, erstmal. Ich habe damit gerechnet, dass mein Exil lange dauert. Deshalb habe ich angefangen von Anfang an. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das so lang dauern wird. Aber ich war immer etwas nüchterner Mensch, dass ich gesagt habe, in ein paar Jahren geht das nicht weg. Also. Und da habe ich von Anfang an eine Bibliothek, eine sehr, damals gab es kein Internet. Alles, was Sie recherchieren müssen, müssen Sie durch Bücher und Zeitschriften und Journale über Jahresausgaben, ganz dicke, habe ich mir schicken lassen. Ich habe eine Bibliothek also extra, die heißt Damaskus, mit mehreren tausend Bänden, Zeitschriften, Fotos. Ich habe ein ganzes Archiv für Fotos. Also wenn ich sage Markt, dann kommen alle Varianten von einem Markt, ohne Kitsch, ohne nichts, einfach direkte Aufnahme vom Markt. Und da kann ich besser beschreiben, wie die Leute da stehen, wie die Leute miteinander verhandeln. Zum Beispiel, ich habe ein Buch über die Sitten und Gebräuchen bei meinetwegen Hochzeiten oder bei Beerdigungen oder bei Streit. Das kann ich nicht vermuten, das muss man wissen, wie das passiert. Und deshalb war meine Entfernung körperlich nicht so besonders schädlich für das Schreiben, weil ich die zugedeckt habe mit Dokumenten. Jetzt, in der Zeit, wo viele Syrer hin und zurück, außer mir und ein paar Exilanten, habe ich eine ganze Menge Interviews gemacht mit denen. Habe ich sie gefragt, wie war das denn? Natürlich, wunderschön, natürlich das tolle Essen und diese Gelassenheit und so. Aber dann im Nebensatz, ja, die Leute haben Angst.
die Leute haben. Was für Angst? Erzähl mir. Es ist neutral. Also ich würde das anonym gebrochen. Ich würde nie deinen Namen sagen, sage ich dem Freund. Weil ich ja mit dem Aufnahmegerät da war. Dann hat er erzählt. Oder ich habe ehemalige Gefangene interviewt. Ich wusste vom Gefängnis. Es gab ja ein Buch über das Gefängnis, wie das Gefängnis in Palmyra in der Wüste aufgebaut war. Das ist ein KZ fast. Natürlich gab es ein Buch mit Bildern, mit Fotos, die sie geschmuggelt haben, die Gefangenen. Aber ich habe viel mehr erfahren von Leuten, die ich interviewt habe, die im Gefängnis 10, 14, 5 Jahren gesessen haben. Ich wollte genau wissen, wie sieht die Zelle von ihnen aus. Ich habe nie im Gefängnis gesessen. Und im Internet hin und Internet her, am besten erzählt das jemand, der da drin war. Und so, wie Sie sehen, diese Palette von Möglichkeiten zu recherchieren, haben mir die Anwesenheit schon ersetzt. Also ich muss nicht selber hingehen. Ich sagte immer, wenn ein Autor über eine Frau schreibt, also im Namen einer Frau, zum Beispiel Evie Priest oder sowas, muss man nicht selber eine Frau sein. Also man kann das recherchieren, man kann mit vielen Frauen reden und da kann man das formulieren. Die Figuren in Ihrem Buch, die wirken alle sehr lebensnah, also sehr plastisch, sehr greifbar, die haben alle ein bisschen ihre Ecken und Kanten, machen auch mal Fehler, sind auch mal egoistisch, haben trotzdem sehr viel Charme. Und ich habe mich gefragt, ob reale Menschen die Vorbilder für diese Figuren sind oder woher die kamen. Das ist schön, was Sie fragen, weil ich also ideale Menschen nicht mag. Ich mag keine Helden und ich mag keine Engel mit wahnsinnig sanftem Gesicht und mit wahnsinnig gutem Charakter. Die kenne ich nicht, die Leute. Also ich wundere mich, dass Leute solche kitschige Sachen erfinden. Also nein, ich verschmelze Personen zusammen. Also eine Person reicht mir nicht. Wir sind zu dünn, alle, Sie und ich und jeder. Also wir reichen nicht für eine Figur, die so spannend ist, wie die Tante Amalia zum Beispiel. Ja. Die Tante Amalia ist eine wuchtige Person, aber die hat auch ihre Ecken und Schweinereien auch. Salman auch, der betrügt seine Frau und so, also das ist nicht so ganz koscher. Aber ich verschmelze gerne Personen. Wenn ich zum Beispiel an Salman denke, er ist ein Teil von mir, ein Teil von einem Freund von mir, der im Handel sehr reich wurde und sich verändert hat durch das Reichtum, nicht mal zum Schlechten. Ich habe einen Freund, der mit einer Italienerin lebt, das ist was anderes, als wenn jemand mit einer Syrerin oder mit einer Deutschen lebt. Also, und dann, ich war in Rom, ich war an den Recherchenorten dort, habe ich dort gelebt auch. Da verschmelzt sich mehrere Personen, dann ist die Person intensiv. Sophia sind mehrere Frauen, also das ist mir lieber, als eine Person zu nehmen. Und es ist mir umso sympathischer, wenn sie Fehler machen. Sophia auch betrügt ihren Mann am laufenden Band und am Ende erscheint der Mann wirklich als liebenswürdig und nicht als kalter Typ und so. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Der Vater erscheint am Ende ein ganz sensibler, gebrochener Mensch, der ziemlich einsam lebte. Also seine Frau liebte ihn nicht. Die war seine Frau, aber die liebte ihn nicht. Der respektierte ihn. Und sein Sohn verstand ihn nicht. Und deshalb interessieren mich solche Personen mehr. Die geben mehr her. Ja, das stimmt. Also es fällt schwer, so einen eindeutigen Standpunkt zu finden, dass man sagt, ich bin auf der Seite von ihm oder auf der Seite von ihr, das geht nicht. Ja, und das ist mir lieber. Dann gehen Sie weiter durch den Roman voller Neugier, wie wird er dann? Wie wird er dann? Wenn er von Anfang an engelhaft ist, also wissen Sie, mich stören die Engel durch ihren Flügel. Also ich kann nicht ruhig schreiben, wenn sie dauernd flattern über meinen Kopf. Das geht nicht. Ich brauche Menschen ohne Flügel. Also. Und daher wird Salman interessanter. Das ist ein Mann, der vielschichtig ist. Der hat gekämpft für die Freiheit. Der hat auch neutral gelebt in Heidelberg. Der war ein Lebemann, aber zugleich sensibel, zugleich auch rücksichtslos. Wenn seine Frau sich weigert, dann geht er zu den Prostituierten. Es ist ein vielschichtiger Mensch. Also. Mit dem Buch haben Sie jetzt schon den Anfang Ihrer Lesereise hinter sich. Aber Sie lesen ja nicht aus Ihren Büchern. Sie erzählen frei als Ohrfilm. Hat sich denn die Art, wie Sie die Geschichte erzählen, in den letzten 2 Monaten schon verändert? Wunderbare Frage, ja. Ich mache aus einem Roman etwa diesmal 10, manchmal 8 Varianten, damit ich mich selber nicht langweile. Also Sie können in 1,5 Stunden nicht mehr als 30 Seiten erzählen. Also DIN A4 Seiten. Ja? Wenn Sie das fühlen, Sie kennen das, wenn Sie das vorlesen, brauchen Sie 2,5 bis 3 Minuten. Sonst versteht Sie kein Mensch. Und ich erzähle ziemlich langsam, ich erzähle nicht schnell. Das heißt, ein Roman von 500 Seiten oder 480
Oder die dunkle Seite der Liebe von 1000 Seiten. Da kann man nicht mit 30 Seiten erzählen. Sie müssen wählen. Und dann wähle ich einen Bogen und hänge ich Lampignon da drauf. Und dieser Lampignon wechsle ich. Der Bogen bleibt. Ich meine, ich verändere nicht den Roman, weil ich das mündlich erzähle. Ich verändere die Ereignisse, die ich gestern in Freiburg erzählt habe. Heute erzähle ich in Stuttgart andere. Und damit wird das spannend für mich bleiben. So, und jetzt Ihre Frage. Es verändert sich, weil ich etwa 15 Mal auftreten muss, also jeweils drei, zweimal, je nach Text. Jetzt bin ich fast im 30. Vortrag jetzt. Also. Bis jede dieser Variante reif wird, dann erkenne ich gehe sofort ins Hotel und schreibe ich die Schwachstellen. Schreibe ich auf und meide ich die dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal entdecke ich noch eine, die war versteckt, diese Schwachstelle. Habe ich beim ersten Gang nicht erkannt. Und beim dritten Mal, das reicht dann, dann weiß ich. Was erzählbar ist, dann erzähle ich das. Und so reift die Geschichte ungefähr bis zum 30. Auftritt. Dann habe ich 10 Varianten, mit denen ich spielen kann und erst am 11. Tag dann die erste wiederhole. Und das notiere ich natürlich, was ich vorgetragen habe. Also das ist eine disziplinierte Arbeit, sonst kommen Sie nicht durch. Also Sie können nicht 450 Leute dauernd dasselbe erzählen. Also. Und das macht Spaß. Und die Geschichte erfährt einen Schliff, die wird von einem Rohdiamanten zu einem Juwel dann, durch die viel Reisen. Die Witze werden knapper, der Text konzentrierter und der Dialog mit dem Publikum wird sehr, sehr interessant. Also ich mache keine Diskussion, aber manchmal spiele ich mit dem Publikum etwas. Ja. Dann bin ich gelassener dann, wenn ich vorbereitet bin. Hat sich auch schon mal ein Erzählabend in eine ganz andere Richtung entwickelt, als Sie dachten, weil gewisse Impulse vom Publikum gekommen sind oder weil es anders reagiert hat, als Sie dachten? Nein. Ich muss leider zu Ihrer Enttäuschung sagen, nein. Also ich mache meine Sachen wie ein Schauspieler auf der Bühne, der seine Sache durchzieht. Es kann Spaß mit dem Publikum geben, der Zeit kostet, dann nehme ich einen Lampignon weg. Das merkt das Publikum nicht. Ja. Ich kürze, denn ich kann meinem Publikum nicht länger als 1 Stunde und 20 Minuten zumuten. Das geht nicht. 1 Stunde und 30, das ist Maximum. Und daher, wenn das durch Wortspiele mit dem Publikum, manchmal reagiert einer und kommentiert, dann kommentiere ich zurück und wir spielen ein bisschen miteinander. Ich weiß, dann sind 5 Minuten weg. Ja. 5 Minuten sind 2 Seiten, also das ist eine kleine Geschichte. Und deshalb bin ich sehr diszipliniert, dass das, was ich vorbereite, durchkommt. Mhm. Ja? Auch wenn jemand stört, wenn ein Araber in Hamburg aufsteht und mich beschimpft, das interessiert mich nicht. Mhm. Kommt das oft vor? Selten, aber es kommt vor. Ja, weil der sich angegriffen fühlt. Die Sippe mache ich fertig, die Verachtung der Frauen kritisiere ich und dann fühlt er sich, weil er ein Dummkopf ist, fühlt er sich selbst angesprochen. Also, ja. Das interessiert mich nicht. Solange er friedlich ist, interessiert mich nicht. Er kann schreien und rausgehen, das ist ein gutes Recht. Also, mhm. Wir leben in einem freien Land, aber dann mache ich eine Pause von 2 Minuten und dann erzähle ich weiter. Und deshalb habe ich gesagt, ich verändere gar nichts, weil dieses Konzept muss stehen. Sie können nicht, sonst geraten Sie, Sie können nicht dauernd wechseln, Sie geraten dann in dieser Blackout. Dann, Sie wissen nicht mehr, was habe ich gewechselt jetzt, das geht nicht. Und ein Publikum, das allergnädigste Publikum, gibt Ihnen nicht länger als 3 Minuten Gnade. Danach müssen Sie reden, das geht nicht. Ja. Ja? Und daher lieber konzentriert vorbereiten, spontan vortragen, wirklich, aber wie ein Zirkusartist, der so lange übt, dass er so den Unsicheren auf dem Hochseil spielt. Ja, ja. Nicht wahr? Das ist alles einstudiert. Ja. Dann ist das wirksam. Dann kommt das leicht aus der Hand raus. Wenn Sie, je besser Sie vorbereitet sind, umso lockerer und spontaner erscheint das. Neben den Lesereisen oder Ohrfilmreisen sind Sie ja auch sehr häufig in den Medien vertreten. Also Fernsehen, Radio, Zeitungen und so weiter und so fort. Macht Ihnen das Spaß oder ist es eher so eine Art lästiges Übel, das mit dem Beruf kommt? Übertreiben Sie nicht, jetzt bin ich der Orientale oder Sie. Also weder Spaß noch Übel. Entschuldigung, es gibt auch dazwischen etwas Sachliches zu sagen. Ist es nützlich für beide Seiten? Weil alles, was mit mir gedreht wird, ist zu meinem Gunsten. Und eben die Zeit, die Sie senden von mir, ist bestimmt nicht langweilig. Und damit ist das gegenseitig. Aber ehrlich gesagt, wir leben im Zeitalter der Medien. Das geht nicht. Das geht nicht, dass man sein Romänchen schreibt und Romanlein schreibt und versteckt und der Oma gibt und der Schwiegermutter. Das reicht nicht. Daher ist es wirklich weder das eine noch das andere. Es ist Arbeit.
Es ist Arbeit und ich nehme sie sehr ernst und bereite ich mich vor und also neutral vor. Ich weiß nicht, was Sie fragen würden. Möchte ich auch nicht wissen. Also manche Kollegen bieten mir das an, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Das ist gespielt dann, das mag ich nicht. Aber es ist nützlich für beide sein. Und insofern bin ich ein nüchterner Mensch. Also es ist nützlich. Sie sind mit Anfang 20 aus Damaskus nach Deutschland gekommen und haben in Heidelberg studiert. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis Sie angefangen haben, auf Deutsch Geschichten zu schreiben und sogar dann beschlossen haben, Ihre Arbeit als Chemiker für den Beruf des Geschichtenerzählers aufzugeben. Das ist ja als Muttersprachler schon ein sehr mutiger Schritt, aber in Ihrer Situation ist das einfach nur beeindruckend. Ja, weil eine Sprache im Alltag zu sprechen, ist ja die eine Sache. Aber wirklich eine ganze Geschichte oder ein ganzes Buch in einer fremden Sprache zu sprechen, zu schreiben, das stelle ich mir unglaublich schwer vor. Wie haben Sie sich das beigebracht? Das ist sehr schwer eigentlich. Ich hatte einen sehr guten Zugang zur deutschen Sprache, weil sie meine vierte Sprache war. Also ich habe Aramäisch mit meinen Eltern, Arabisch auf der Straße. Wir sind Aramäer, aramäische Christen. Das ist eine andere Sprache, wie Hebräisch fast. Und Arabisch auf der Straße, weil auf der Straße verstehen sie kein Aramäisch, sondern sie sind Araber. In der Schule habe ich Französisch und Englisch und dann kam Deutsch als fünfte Sprache. Das erleichtert den Zugang, aber noch nicht das Literarische. Als ich gesehen habe, dass ich keine Chance habe, auf Arabisch zu veröffentlichen, sobald sie Exilautor sind, sind sie boykottiert. Von allen. Also sogar Ägypter schreiben mir, ein Publizist oder ein Verleger, sie sind Syrer, warum veröffentlichen sie nicht in Syrien? Das ist die klassische Antwort von diesen Opportunisten, dass sie alle Exilanten gegenseitig im Stich lassen. Das heißt, sie dienen einander, die Regime. Da kann ein algerischer Verleger helfen, dass ich nicht veröffentlicht werde, so wie ein syrischer Verlag, nicht wahr? Dann habe ich aufgegeben, habe ich gesagt, das geht nicht, das ist eine Illusion, du musst auf Deutsch schreiben. Dein Publikum ist Deutsch, du lebst in Deutschland, deine Freundin ist Deutsche, also was willst du denn? Und dann habe ich 2 Jahre literarisches Deutsch gelernt. Literarisch, nicht das andere habe ich beherrscht, aber ich habe mich gefragt, Deutsch als Literatursprache ist die allerhöchste, die anspruchsvollste Sprache, nicht wahr? Dann habe ich die Buddenbrooks zum Beispiel genommen, oder Heine, oder Tucholsky, oder Brecht, oder viele andere auch, Stefan Zweig oder andere, habe ich genommen und habe ich abgeschrieben. Ich habe abgeschrieben aus der Überzeugung, ich muss über die Hand lernen, nicht mit den Augen. Mit den Augen reicht das nicht. Wenn man das schreibt, Sprache lernt man sie schneller. Das ist meine Erfahrung. Also ich möchte wissen, wie schreiben die Deutschen Literatur? Also wieso gebrauchen sie keine Adjektive und trotzdem ist das spannend? Im Arabischen kommen sie ohne Adjektive nicht aus. Viele Adjektive sogar. Wenn ich das eins zu eins übersetzen würde, würde das kitschig klingen, obwohl das auf Arabisch nicht kitschig ist. Sprachen haben ihre Eigenart, haben ihre Wurzel, die wir nicht sehen. Ja? Sie sehen ja, von der Sprache sehen Sie die Oberfläche der Wörter, wie die Oberfläche eines Baumes, nicht wahr? Aber das, was unter der Erde, was diese Oberfläche verursacht hat über Jahrtausende, sehen Sie ja nicht. Deshalb ist für mich das Arabische nicht kitschig, es ist sogar hart. Aber wenn ich das übersetze, wirkt das kitschig. Deshalb wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte meine Gedanken auf Deutsch formulieren. Natürlich mit dem arabischen Kolorit, was mit mir gekommen ist. Natürlich, meine Sprache werden Sie erkennen, das ist nicht wie ein Deutscher. Das ist einer, der Deutsch schreibt. Also so. Und dann habe ich 2 Jahre lang experimentiert. Ich lese Tucholsky und versuche ich eine Satire, die ich auf Arabisch geschrieben habe, jetzt zu verinnerlichen und die direkt auf Deutsch zu schreiben. Das ist das eine. Das andere, von Anfang an habe ich nicht das geschrieben als Hobby, sondern wollte ich das als Beruf. Ich habe das parallel zur Chemie gemacht und begriff sehr schnell, dass sie ohne Lektorat nicht auskommen. Also sogar mein Sohn konnte mir mit 5 korrigieren, wenn ich müde bin. Und habe ich gesagt, der Oberhaupt der Familie sagte das Oberhaupt. Für ein Kind, ein deutsches Kind, kann er das Wort überhaupt, Oberhaupt nicht schlucken mit der, ja? Sondern mit das, nicht wahr? Das ist, deshalb nennt man das Muttersprache, also man nimmt das von der Mutter. Und deshalb habe ich von Anfang an eine professionelle Lektorin an meiner Seite, die ich gut bezahle, die aber mich schützt vor dem Mitleidbonus. Das brauche ich nicht. Meine Texte gehen von zu Hause, von meinem Büro auf dem Niveau eines deutschen Autors und ein wenig besser, nicht wahr? Also sprachlich, grammatikalisch, absolut perfekt, aber mein Erzählstil ist mein Erzählstil. Die verändert das nicht. Die darf das nicht. Denn die arbeitet ja mit mir zusammen.
Und sie ist zufrieden, weil ich sie respektvoll behandle und gut bezahle. Also das sehe ich auch nicht ein, dass die Lektoren und Übersetzer immer schlecht bezahlt werden. Gibt es manchmal Dinge, die Sie im Arabischen gut ausdrücken könnten und für die Ihnen dann im Deutschen einfach die richtigen Worte oder die passenden Metaphern fehlen oder sowas? Ja, vor allem Fluchen. Vor allem Fluchen. Die Araber haben wahnsinnige Fantasien beim Fluchen. Also ein Fluch bei uns ist so 6, 7 Stockwerke. Nicht bei ihnen so, du bist eins, du bist das, du bist jenes. Also das ist sehr faul. Also bei uns ist so, geht das bis zur dritten Generation oder bis zur Schwiegermutter und bis zur Großmutter, die ihn gezeugt hat, also über Jahrhunderte. Fluchen kann man besser auf Arabisch. Aber ansonsten, die deutsche Sprache ist eine wunderschöne, poetische Sprache. Und die Vorurteile gegen die deutsche Sprache sind einfach absurd. Wer das macht, der hat selber keine Ahnung. Also er soll Deutsch lernen. Also, auch Deutsche sagen, unsere Sprache ist trocken. Also er soll erstmal die Lyrik lesen. Also dann wird er sehen, überhaupt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Also. Dieses Interview haben Sie mir zugesagt, weil Ihr Sohn auch einen Literaturblog führt. Auf diesen möchte ich deswegen ganz kurz hinweisen. Er nennt sich Octopus und dort werden sehr interessante Bücher empfohlen, oftmals jenseits der Bestsellerlisten. Und außerdem gibt es Interviews und Randnotizen zur Literaturwelt. Schaut mal rein. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, dass Sie mich in Ihren straffen Zeitplan einschieben konnten und wünsche Ihnen eine ganz tolle Lesung bzw. einen Erzählabend hier im Buchhaus Witwer und noch viel Energie für Ihre kommende Lesereise. Ich danke Ihnen sehr und bestimmt mein Sohn wird sich sehr bedanken bei Ihnen, weil Sie so fair und verbunden mit dieser Jugendliteraturbewegung, dass Sie und er und all diese jungen Leute, die versuchen, Bücher an die jungen Leser zu bringen. Es gibt keine edlere Aufgabe, wirklich nicht in unserer Zeit, weil immer weniger Leute, junge Leute lesen. Und dieser Strom dagegen ist das Beste, was ihr macht. Vielen Dank. Danke Ihnen. Sophia oder der Anfang aller Geschichten ist nicht nur rein optisch, sondern auch inhaltlich ein sehr schönes Buch. Wer es noch nicht gelesen hat, der sollte das schnellstens nachholen. Und wer Rafik Shami bei seinen Erzählungen live erleben will, der hat noch bis Februar die Gelegenheit dazu. Vorausgesetzt natürlich, man bekommt noch eine Karte. Bis bald bei Lux at Books.